Heute geht's weiter mit dem Umbau. Ich habe jetzt mal hier den Dämpfer bei meinem weißen E-Bike ausgebaut und den wollte ich jetzt da einbauen. Der hat eine Maße von 165 mm und der hat 190. Dadurch kommt das ganze Fahrwerk nochmal höher und ich kann das hiermit halt mit Luft abstimmen. Was ich bei dem nicht kann, das ist ja eine starre Feder. Dann habe ich hier, hatte ich noch so einen Kettenschutz, genau wie hier das schwarze. Allerdings ist meiner Meinung nach das hier viel zu dünn. Also genau, dass die Kette halt da drin verhakt. Hier habe ich jetzt von dem Elektrobereich, genau wie hier diese Kabelrohre, habe ich jetzt schon mal auf Länge geschnitten und das werde ich im unteren Bereich machen. Das Ganze kann auch halt mit so bewegen. Ich muss gucken, wie ich das Ganze befestige und ob die Gangschaltung halt da noch flüssig läuft. Auf jeden Fall werde ich das da unten verbauen als Schutz, weil das ganze Holz hier in dem Bereich ist schon alles fettig und schwarz geworden. Das Ganze will ich halt damit verhindern. Und vielleicht funktioniert das ja und dann kann der ein oder andere das bei sich auch verbauen. Wäre eine günstigere Alternative, weil so ein Rohr kostet vielleicht 2 Euro, 2 Meter. Und das hier, glaube ich, kostet schon ein bisschen mehr, wobei ich weiß nicht genau, was das hier ist. Dann habe ich die ganze Kabellage schon mal verlegt. Auch alles nach hinten. Hier habe ich jetzt alles schon mal ausgekleidet, schon mal in dem Bereich. Dann hier unter der Pappe auch nochmal zweimal. Werde ich euch dann gegebenenfalls nochmal zeigen. Hier unten schon mal ein bisschen verkleidet. Und hier werde ich dann noch was machen. Aber das mache ich erst, wenn das Rohr da dran ist. Und ich werde die Kette nochmal kürzen. Vorne die Pedale werde ich noch tauschen. Die Kurbelarme. Ich habe jetzt neue bestellt. Das sind 175 oder 170 mm und ich habe jetzt 155 bestellt, wie auch ursprünglich montiert war. Dann habe ich noch mehr Fußfreiheit nach vorne. Genau, in dem Zug kann ich die dann auch direkt abmontieren, dann lässt sich auch das hier leichter da montieren. Am besten direkt irgendwie am Schaltwerk montieren, dass das halt immer mitgeführt wird. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Dämpfer tauschen. So, ich werde jetzt die Feder rausnehmen, allerdings das ganze Gewicht will ja jetzt nach unten und zur Not wird das hier unten dann aufschlagen. Ich würde jetzt was dazwischen spannen, allerdings muss ich nochmal 2,5 cm höher. Gute Frage, wie ich das jetzt mache. Dann muss ich noch beachten, dass hier unten, das hier sind ja quasi meine Führungen, dass der Wagen nicht hin und her führt. Dadurch, dass ich jetzt höher komme, hoffe ich nicht, dass das jetzt stört. Na, mal schauen. Ja, jetzt stößen diese Hölzer unten an dem Rahmen. Meine Idee ist erstmal Luft aus dem Dämpfer zu lassen. Ah, keine Ahnung. Probleme, Probleme.
So, ich muss jetzt hier was wegschneiden, damit das Ganze tiefer kommt, mit der Dämpfer da reinpasst. Da sieht man mal, was 2,5 cm Federweg da ausmachen. Ich muss das Ganze hochbocken, damit ich die Reifen überhaupt dran bekomme.